Hallöchen zusammen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute nochmal einen Hühnerstall mit Platz für 500 Hühner. Von oben sieht er so aus. Das ist eigentlich auch ganz einfach gesagt hier. Braucht man nicht arg lange rummachen. Ganz normaler Hühnerstall, 500 Volumen. Größe wäre hier 2,6 Megabyte. Und das ist die Version 1.0. Hier kann man das Tor praktisch aufmachen. Das Futter kann man hier ganz normal, wie man es kennt, reinlassen. Ihr hört selber, ich habe es einfach mal so gemacht. Und dann passt es auch. Im Menü sieht es dann so aus. Wir haben hier den Hühnerstall. Ja. Genau, das ist er nämlich. Halt, stopp, das ist er, das ist er. Haben wir jetzt ein bisschen Ding drin. Sauberkeit wird nachher mit Sicherheit noch kommen. Ja, passen 500, so sieht er aus. Und auf der anderen Seite habt ihr genauso das gleiche Bild hier. Da laufen dann auch die Hühner rum hier. Und ja, begehbar ist das Ganze nicht. Ihr könnt hier praktisch hingehen, euch die Hühner dann kaufen. Und Futter, wie gesagt, da rein. Und dann passt es eigentlich auch schon. Wo hier jetzt die Kartons rauskommen, habe ich noch nicht gesehen. Da bin ich mal noch gespannt, wo das dann der Fall sein wird, denn ich habe hier noch nirgends eine Markierung gesehen. Aber ich denke, die werden schon irgendwo rauskommen. Vielleicht aber auch schon hier, dass es eine Kombinationsplattform hier ist. Aber gut, das werde ich dann selber in Kürze feststellen. Deshalb würde ich sagen, viel Spaß mit dem Mod, mit dem Hühnerstall. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat. Lasst mal ein Däumchen und ein Abo da und ciao!